Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, wenn ich mir in Deutschland so die Nachrichten anschaue und im Internet auch lese und Informationen mir zusammensuche, dann bin ich wirklich der Meinung, dass wir in einer so fürchterlich schlimmen, gefährlichen, schrecklichen Zeit leben, dass ich mir am liebsten wirklich die Decke über den Kopf ziehen kann und mich nochmal umdrehe und überhaupt nicht mehr aufstehe. Gefahr, Gefahr, Gefahr überall, aus allen möglichen Richtungen. Gefahr für unsere Gesundheit, Gefahr für unsere finanzielle Situation, Gefahr auch für unsere Nahrung, dass wir bald nichts mehr zu essen haben. Politiker weisen darauf hin, wie schlimm, wie gefährlich es bald werden könnte. Ja, und in einem Land, wo wir darauf angewiesen sind, im Winter unsere Wohnungen zu heizen, weil es sonst zu kalt ist, da wird auch auf die Gefahr des nächsten Winters hingewiesen, dass es womöglich gar nichts mehr gibt, um die Wohnungen zu heizen, und die Gefahr auch, dass die Industrie dann zusammenbricht und dass es dann keine Arbeitsplätze mehr gibt, also kein Einkommen mehr für die meisten Menschen und. In Deutschland, in den Niederlanden ein kleines bisschen anders. Da ist zum Beispiel eine Gefahr kein Thema oder so gut wie kein Thema. Das ist die Gefahr für die Gesundheit. Die spielt in den Niederlanden zurzeit gar nicht so eine große Rolle. Es ist mehr die Gefahr der Nahrung und die Gefahr auch, ja, klar, die Bauern, ne, die für die Umwelt, diese Gefahr spielt da eine große Rolle. In der Türkei auch Gefahr für die Gesundheit, überhaupt kein Thema. Ist ja auch logisch hier, ne, wunderbares Wetter am Strand, die Sonne scheint, ganz viel Vitamin D. Wer sollte sich da Gedanken machen über diese Gefahren für die Gesundheit? Warum erwähne ich das hier heute in diesem Video? Die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, ist, wie sind Sie heute Morgen aufgewacht? Ja, womit sind Sie aufgewacht? Es gibt heute diese tollen Wecker, ne? Ganz modern, super, super toll. Alles entwickelt sich, alles verändert sich und alles wird ja, so sagen wir das, immer moderner und damit immer besser. Es gibt diese Wecker, die kann man einstellen, so einstellen, dass man wach wird zu einer ganz bestimmten Uhrzeit mit Nachrichten. Ja, klar, man kann auch Musik einstellen, aber ich kenne tatsächlich Menschen, die haben da eingestellt, dass sie zum Beispiel um 8 Uhr morgens oder um 7 Uhr morgens oder vielleicht sogar schon um 6 Uhr morgens mit Nachrichten geweckt werden. Mit den neuesten Nachrichten. Es sind ja nicht die neuesten Nachrichten. Es ist ja immer ein Nachrichten. Es wird gerichtet nachher, ja. Und es sind immer alte Nachrichten. Natürlich kann auch nicht anders sein. Nachrichten sind immer alt, denn es ist schon passiert oder es ist eine Nachricht, die eine Vorhersage trifft, ja. Also, wie werden Sie wach? Werden Sie wach mit diesen Nachrichten oder sagen Sie, na, das lasse ich erstmal ein bisschen liegen, da habe ich gar keine Lust drauf, das ist mir alles, ja, zu schwammig, ja, zu schwammig. Ist es so? Passiert es so? Meistens passiert es ja dann doch ganz anders, als ich dachte. Aber diese Nachrichten machen eines und deswegen dieses Video. Sie machen eines, sie machen vor allen Dingen ganz viel Angst. Diese Nachrichten, das sind fast nie Nachrichten, wo gesagt wird, macht euch keine Sorgen, alles wird gut, es hat sich immer noch alles verändert. Klar, wir hatten diese eine Geschichte, aber die ist jetzt weg. Ja, die ist weg. Weltweit ist sie weg. Die Menschen, die meisten Menschen leben immer noch. Ja, und einige sind krank, auch das haben wir immer gehabt. Immer in diesem Leben, schaut euch mal die Bevölkerung an, schaut euch um in eurem Umfeld, ja. Schaut euch an in eurem Umfeld, schaut euch an, was da passiert, wie es den Menschen geht. Klar, einige haben zurzeit auch mehr finanzielle Sorgen. Ja, was heißt Sorgen? Also ja, klar, müssen gucken, wie sie die Rechnungen bezahlt werden, müssen vielleicht auch auf einiges verzichten. Alles ist Veränderung. Wenn ich mir jeden Tag diese Nachrichten anschaue, dann ist das die allerbeste Möglichkeit, mich beeinflussen zu lassen, ja, Angst zu bekommen. Ich lasse den Teufel, ich lasse die Negativität in mein Leben hinein. Es gibt Menschen, die sind sogar süchtig nach diesen Nachrichten. Und auch das habe ich in vielen, vielen Videos schon erklärt.
Es ist eine Art und Weise, wie ich bestimmte Frequenzen nicht herstellen kann, sondern Frequenzen machen kann, ja, damit im Gehirn etwas passiert, damit ich nicht abschalte. Diese sogenannte Dreiviertelsekunde beim Fernsehen, bei Nachrichten. Es wird übrigens auch in der Werbung sehr oft verwendet, ja, wo also zum Beispiel, wenn ich einen Film sehe, dass da kleine Werbebildchen ganz kurz nur eingeblendet werden. Sie tauchen ein ins Unterbewusstsein, aber bewusst habe ich sie nicht gesehen. Damit wird gearbeitet. Im Fernsehen, ja, tatsächlich auch in der Sprache und tatsächlich auch sehr viel im Internet. Dennoch, ja, einige werden jetzt sagen, dieses ganze Fernsehen, diese ganzen Radiosendungen, dieses Internet, alles nur negativ. Nein, 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 nein. Es ist nicht negativ. Es ist super positiv. Wir sind diejenigen, die es in der Hand haben, selber dafür zu sorgen, was ich damit mache oder was ich nicht damit mache. Wenn ich das mache, wenn ich diese Nachrichten konsumiere, viel, viel, viel konsumiere, ich setze mich hin und lasse mich davon womöglich auch noch beeinflussen, ja, handle danach, nach dem kleinen bisschen, was mir da erzählt wird. Wie gesagt, es sind alte Nachrichten, das, was bereits passiert ist, es ist an Nachrichten. Oder es sind Vermutungen, das, was in Zukunft passieren könnte, das, was irgendwelche Politiker mir erzählen, was geschehen könnte. Meistens, haben wir schon oft drüber gesprochen, ja, der Mensch denkt, Gott lenkt. Meistens kommt es ganz anders. Also, bleibt in eurer Kraft, bleibt in eurer Stärke, lasst euch nicht beeinflussen. Meiner ganz persönlichen Meinung nach ist das hier jetzt die Endzeit, und auch die Endzeit dieser sogenannten Medien, dieser altmodischen Medien. Es wird sich alles verändern. Es ist gerade dabei, sich alles zu verändern. Ich habe über meinen Kanal erzählt. Einige haben gesagt, wieso machen Sie denn das jetzt? Sie sind Journalistin. Sprechen Sie mal eher über die wirklichen Probleme unserer Zeit. Das sind nicht die Probleme unserer Zeit. Das, wovon Sie glauben, dass es die Probleme unserer Zeit sind. Es sind nicht die Probleme. Es sind die Probleme, mit denen versucht wird, ja, mich an der Kette zu halten, mich in der Angst zu halten. Das sind die Dinge, die da gerade geschehen. Es ist die Dunkelheit. Der Teufel gibt ja so schnell nicht seine Beute auf, glaubt mir. Aber es ist bei jedem Einzelnen von uns, sich zu entscheiden. Sich hier zu entscheiden für die Positivität, für das, was ich selber verändern kann, für die Liebe auch, oder sich zu entscheiden, ja, zurückzukriechen in diese Höhle der Dunkelheit und mich da als Beute des Teufels in der Angst knebeln zu lassen. Das ist meine eigene freie Entscheidung. Ich habe die Wahl. Und all das, was mir da erzählt wird, was alles ganz schlimm ist und was noch schlimmer kommen wird, ist es wirklich so? Wir sind gerade in der Endzeit. Das ist meine Meinung. Alles deutet auch darauf hin, auch all das, was gerade passiert. Das Internet ist ja auch nicht umsonst so stark geworden, weltweit, als es auftauchte. Ich weiß noch, ich gehöre zu der Generation, die mit allem zum ersten Mal konfrontiert werde. Nicht mit allen, nicht mit dem Rad, aber mit vielen Dingen, ja? Der erste Fernseher. Nicht das erste Radio, da bin ich ein bisschen zu jung für. Der erste Fernseher, der erste Computer, der erste Kassettenrekorder, der erste Plattenspieler, nein, Plattenspieler gab es schon, aber der erste Kassettenrekorder, dann das erste Mal CDs, die ja jetzt auch schon vollkommen überholt sind, die ersten Sticks, das erste Mal Internet. Und als das Internet aufkam, haben einige gesagt, oh, das wird sich niemals durchsetzen. So ein Blödsinn wird sich niemals durchsetzen. Kann überhaupt nicht sein, ja? Das ist Quatsch, Internet. Aber es hat sich natürlich durchgesetzt und nicht ohne Grund. Nichts geschieht, was nicht geschehen darf. Das Internet ist eine super gute Sache, weil Informationen, positive Informationen, verbreitet werden können weltweit. Menschen können erreicht werden. Ich kann mit meinem kleinen Kanal und den anderen Kanal zusammen tagtäglich, wenn ich alle Abonnenten zusammennehme und jeder Abonnent würde täglich einmal reinschauen oder einmal im Monat nur,
habe ich, kleine Claudia, habe die Möglichkeit, 70.000 Menschen zu erreichen. Irre! Das ist fast die gesamte Stadt Aachen. Diese Möglichkeiten sind da, die sind da. Und was ich daraus mache, ob ich es nutze zum Positiven oder zum Negativen, das ist ganz bei mir. Und das gilt für alles. Für alles.